Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Der Onkel hat gute Nachrichten für euch, meine Freunde. Und zwar geht es heute darum, dass ich tatsächlich meine heißgeliebte Elfriede, die Soratec Compact Line, die Legende abgegeben habe. Tja, sie ist wieder zurück nach Soratec gegangen. Und warum? Das verrate ich euch in der nächsten Kameraeinstellung. Einst in meiner kleinen Werkstatt, die ihr von früher noch kennt, stand genau hier auf diesem selbstgebauten Stück Stahl für die Ewigkeit, die Soratec Compact Line, aka die Elfriede. So, das war tatsächlich immer schon ein Traum von mir gewesen, so eine Maschine irgendwie mal in die Finger zu bekommen oder sie notfalls auch zu kaufen. Denn wir wissen ja alle, ich kaufe mir Dinge, die ich nicht brauche und ich kann auch mit Geld nicht umgehen. Früher hatte Sebastian Ent die Maschine, der hatte die zum Aufbauen und Testen und hat damit auch ganz viele Aluteile für seine große Elke gebaut. Irgendwann sollte er eine Nachfolgemaschine bekommen und da kam der Onkel ins Spiel. Der Onkel war damals noch ein kleiner, armer YouTuber ohne wirkliche Perspektive und hat Sebastian Ent vollgelabert, wie sieht das aus, kann man da nicht irgendwas machen, was letzte Preis und so weiter. Der Sebastian hat gesagt, ja, ich kann dir da wo was marken. Zu Deutsch, da können wir was regeln. Der Sebastian hat dann mit Soratec, ohne dass ich die je kennengelernt habe, mal gesprochen und gesagt, so, dem müsst ihr die mal geben, der ist lustig. Und wenn die Maschine den Typen überlebt, dann ist die gut. Ja, und genauso ist es dann auch gekommen. Ich habe sie bekommen, ich bin nach Bremen gefahren, ich habe das Ding abgeholt, da gibt es tatsächlich noch ein Video zu und habe sie hier hingestellt. Und dann habe ich damit Projekte gemacht. Ich habe damit ja nicht nur irgendwie ein bisschen hier, ein bisschen da gefräst. Ich habe damit auch alle Aluminiumteile im Prototypen, in der Prototypenzeit der Volksfräse gebaut und auch im Endeffekt alle Teile für die Volksfräse dann gefräst, die final dann die Volksfräse auch geworden sind. Nur muss ja auch gucken, ob es passt. Ja, das hat die Maschine halt alles mit Bravour ohne Probleme gemacht. Die einzigen Probleme, die dabei entstanden sind, die habe ich selber verursacht. Das könnt ihr auch gerne nochmal in den Videos angucken, da gibt es ein, zwei zu. Und ja, dann haben wir damit auch schon Stahl gefräst und so weiter und so fort. Also die Maschine hat sehr viel Prototyping gemacht und auch sehr viel, ohne dass ich davon ein Video gemacht habe. Also da gab es tatsächlich, die hat wirklich malocht. Also das Ding hat mich überlebt und das auch sehr gut. Und sie ist immer noch hundertprozentig funktional und sehr genau. Und alles ist tutti. Ja, aber Onkel, wenn das doch alles so geil ist, warum zur Hölle hast du das Ding dann zurückgegeben? Ja, die Fräse hat nie mir gehört. Die Fräse hat immer noch Soratec gehört. Es war eine Leihgabe. Es war ja wirklich, es ist ja nicht so, nur weil ich 5-6 Videos darüber mache, dass man mir dann eine 6.000 Euro Fräse schenkt. So weit sind wir hier noch nicht. Ja. Das Ding war, ich habe natürlich jetzt 2 Jahre dann so ziemlich nichts gemacht, bin in diese Werkstatt gezogen und wollte das alles ein bisschen schöner und besser und toller aufziehen. Unter anderem natürlich auch wieder die Soratec in Gang bringen. Und Soratec meinte so, sag mal, du hast das Ding jetzt ja auch schon Jahre und es ist immer dieselbe Maschine. Und wollen wir da nicht mal gucken, ob wir da irgendwie, weiß ich nicht, wolltest du mal eine andere haben oder weiß ich nicht, mal was anderes Neues zeigen. Denn man darf ja nicht vergessen, das ist ja immerhin auch noch, klar mache ich da Werbung mit für die Firma. Naja, und ich kriege dann halt Werkzeug. Ich stehe auf Werkzeug. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss sowas haben. Habe ich gesagt, eigentlich brauche ich nichts anderes. Ich will diese Maschine. Ich brauche die. Ich finde die geil. Ich wollte so eine immer haben. Was soll ich die wegtun? Ach ja, und übrigens, ihr kriegt die nicht wieder. Ja, und wie sind wir da zu einer Einigung gekommen? Dann haben wir gesagt, okay, es gibt noch eine Sache, die ich tatsächlich gerne ausprobieren würde. Und für Ausprobieren ist es tatsächlich einfach zu teuer. Und zwar einen vollautomatischen Werkzeugwechsler. Und der Plan war eigentlich, dass ich die Fräse, weil ich selber ein Idiot bin und auch keine Zeit dafür habe, zu Soratec bringe. Die bauen da einen Werkzeugwechsler dran und dann hole ich sie wieder ab. Und dann habe ich einen Werkzeugwechsler, einen vollautomatischen, und kann wieder ganz viel Blödsinn machen und viel kaputt machen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Das wäre natürlich auch ein schöner Anlass gewesen, das Ganze mit Fusion laufen zu lassen und so weiter und so fort. Also ganz viele tolle Sachen. Ja, aber Onkel, was ist da los mit diesem Projekt? Ja, das ist alles letztes Jahr gewesen. Ich bin letztes Jahr da tatsächlich einfach hingefahren zu diesem Mill and Grill. Das ist eine Veranstaltung, die einmal im Jahr machen. Da trifft man sich mit ein paar Leuten, man grillt, man trinkt ein Bier, man schnackt, baut irgendeinen Blödsinn. So ist eigentlich immer ganz angenehm. Und da habe ich das Ding mitgenommen, habe es da hingestellt und die haben gesagt, ja, bauen wir dir um und wir sagen dir Bescheid. Dann haben wir das komplett aus den Augen verloren. Es ist ein Jahr später, meine Werkstatt ist fertig und die Fräse ist noch nicht wieder da.
Dann haben wir mal telefoniert. Sorotec hat gesagt, so, du, kein Problem. Lustige Geschichte. Da haben wir noch nichts dran gemacht. Weil Sorotec natürlich auch ein ganz normales Tagesgeschäft hat. Und da glaube ich nicht, dass die da Zeit und Lust haben, eine ganze Fräse umzubauen. Einfach nur für irgendeinen Hi-O-Pi im Norden wie mich. Kann ich auch verstehen, ist halt auch eine Menge Arbeit. Denn einfach nur ein Magazin dran schrauben und eine andere Spindel, damit ist es bei der Maschine tatsächlich auch nicht getan. Denn die ganze Steuerung, alles was da dran war, beziehungsweise noch ist, war nicht für Werkzeugwechsel ausgelegt. Und da ist auch keine Pneumatik dran. Also da muss schon noch eine Menge gemacht werden. Also auch ein anderer Schaltschrank und so weiter und so fort. Im Prinzip bleibt nur die rohe Maschine über und alles drumherum wird umgebaut. Habe ich gesagt, egal, wir finden da schon eine Lösung, das wird schon irgendwie klappen. Und als Running Gag habe ich dann immer gesagt, ich nehme einfach eure Messemaschine mit. Denn, wenn man die alten Videos kennt, es gibt eine traumhaft schöne Maschine bei Sorotec. Die steht immer auf den Messen. Das ist das Vorführgerät der Compact Line. Und zwar ist das quasi dieselbe Fräse, wie ich hatte, nur 20 cm länger, mit Wechsler. Das Ding hat einfach alles. Das ist so die Vollausstattung, sage ich mal. Also das ist das für Leute, die es einfach übertreiben. Und die fand ich halt immer geil. Schön mit Einhausung und so weiter. Das war immer der Running Gag seit Jahren. Dass ich einfach vorbeikomme, ist kein Problem. Ich pack das Ding auf den Hänger. Ja. Jetzt hat Sorotec ganz viele neue Produkte aufgenommen oder wird demnächst neue Produkte aufnehmen. Und zwar in puncto Elektrik, Schrittmotoren, Servos, Linearführung, Kugelumlaufspindeln, Steuerung und so weiter und so fort und Spindeln und also eine ganze Menge mehr Produkte wird es geben und da wollen die natürlich auch diese Produkte dann auf Messen zeigen. Und was muss man da machen? Richtig, man muss eine neue Messemaschine bauen. Oh, was machen wir denn dann mit der alten? Ja, Freunde, da kommt der Onkel wieder ins Spiel. Der Onkel war nämlich bei Sorotec auf der Hausmesse und hat sich das mal angeguckt, das Ding. So, hab so getan, als wenn ich gar nicht wüsste, wie toll das Teil ist. Und hab gesagt, sag mal, wie braucht das Ding doch eigentlich gar nicht mehr? Können wir uns da nicht irgendwie einigen? Und ja, ich würde es nicht sagen, wie es ist, wenn wir uns da nicht irgendwie geeinigt hätten. Ich werde diese Messemaschine kriegen. Ich bin... Also, es ist wirklich geil. Also, ich werde diese Messemaschine kriegen, aber allerdings natürlich nicht geschenkt. Also, das könnt ihr mir glauben. Also, da ist ein bisschen was fällig und ich werde auch nicht in Muscheln bezahlen. Und das wird auch nicht so eine Nummer von wegen, hier so, mach uns 5 Videos und dann kannst du die Maschine haben oder so. Nein. Diese Maschine wird dann legal mir gehören. Es wird meine Maschine sein, mit Werkzeugwechsler, mit allem drum und dran. Alles, was ich immer haben wollte, wovon ich immer geträumt habe. Also absolut sensationell. Wirklich, wirklich geil. Ja, und wie gesagt, das ist hier nicht einfach nur zu Tode gesponsert werden und hier, wir schmeißen dir Werkzeug in den Hals. Nein, da zahle ich Geld für, tatsächlich. Ich hoffe, dass meine Frau dieses Video nicht sieht, denn sorry Schatz, es gibt keinen Porsche für dich. Für mich auch nicht. Scheiß drauf. Aber ja, die wird dann irgendwann mal per Spedition hier angeliefert und ich habe keine Ahnung, wo ich sie hinstellen werde. Ich weiß es einfach nicht. Denn meine Werkstatt sieht in den Videos halt immer so ein bisschen größer aus, als sie eigentlich ist. Aber das kriegen wir hin. Für diese Maschine werde ich hier ein Plätzchen finden. Und dann dürft ihr gespannt sein, wie lange ich brauche, um das Ding zu crashen. Tja, also... Gibt es eine neue Fräse demnächst? Mit allem Zip und Zap. Und ich freue mich wie Kacke. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie geil ich auf dieses Ding bin. Ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich Bock. So. Apropos Hausmesse. Jetzt kommen wir zu den anderen Themen. Eine Sache, die mich auch total stolz macht, ist ja, wie gut die Volksfräse gelaufen ist, beziehungsweise wie viele Leute sich die gebaut haben. Und ich kriege immer mal wieder Feedback, dass die Volksfräse nicht nur ein tolles Projekt zum Bauen war oder halt auch gut funktioniert oder so, sondern dass die Leute sich das wirklich, das Thema auch zu Herzen genommen haben und teilweise sind darauf auch Kleingewerbe entstanden und also wirklich Leute haben sich darauf weiterentwickelt und gemerkt so, boah, also Zerspannung und das ist echt was für mich und haben darauf quasi teilweise auch eine Karriere aufgebaut. Ich kenne Leute mittlerweile, die haben umgeschult auf Industriemechanik oder Zerspaner, weil die eine Volksfräse oder eine MPCNC hatten und gesagt haben so, boah, das ist echt was für mich. Erfüllt mich sehr mit Stolz. Und deshalb habe ich gedacht, das Thema Volksfräse ist ja noch lange nicht tot, das kann man ja ewig weiterspinnen. Also wird das auf ein neues Level gehoben.
Denn das ist ja die Volksfräse, wie ihr sie aus meinen Videos kennt. Wenn man sich die Volksfräse baut, kann man sich die Step-Dateien und die ganzen Listen für Teile, was man braucht, ja von der Website für umsonst runterladen. Und dann kann man sich diese Teile selber bauen, man kann sich Aluprofile zuschneiden lassen. Man besorgt sich die Schrauben, man druckt sich ein paar 3D-Druckteile aus und dann kann man sich diese Fräse bauen. In der Urversion tatsächlich noch mit Riemen, hat super funktioniert, aber viele wollten dann ja Kugelumlaufspindeln. Und darum gab es dann irgendwann Upgrade-Kits, die man einfach so an das bestehende Set dran schrauben konnte. Man konnte alles wiederverwenden von der Elektrik, man musste einfach nur quasi die Kugelumlaufspindeln und ein paar Teile kaufen und das nachrüsten. Man braucht auch dafür die Fräse nicht auseinandernehmen und man muss auch keine Teile wegschmeißen dafür. Das war so der Hintergedanke, beschissen zu konstruieren sowas. Und auch mit Sicherheit gibt es da bessere Lösungen, aber für jemanden, der mit wenig Geld anfängt und nicht alles kaputt fahren möchte, ist die Basisversion immer noch das Beste. Und man kann dann nach und nach upgraden, wenn man dann mal wieder ein bisschen Geld gespart hat und mehr will, kann man das Ding auf Kugelumlaufspindeln umrüsten. Und das ist quasi, so ist diese Maschine jetzt. Es gab allerdings immer wieder ein Problem. Und zwar wurde immer sehr laut geschrien nach Sets. Denn natürlich, bei so einem DIY-Projekt, so Open Source, wie es denn halt so ist und war halt immer für viele Leute das Problem, dass man sich die Teile selber zusammensuchen musste. Man hatte zwar eine Vorgabe, was man braucht und wie viel und wo man es zum Beispiel herkaufen konnte, aber es gab wirklich Probleme, zum Beispiel, wenn sich, ich sag mal, 100 Leute dann Motoren bestellt haben, Schrittmotoren, dann war dieser Shop leer für 4 Wochen. Genau dasselbe war auch mit den Führungen und mit den Aluminiumprofilen und so weiter und so fort. Und das war für viele echt zum Kotzen. Viele haben sich dann auch Sets gewünscht. Die wurden dann irgendwann gemacht. Zum Beispiel bei Kamp und Kötter gab es diese Linearführungssets und Kugelumlaufspindelsets. Es gab Schraubensets, es gab von Igos gab's Sets für die ganze Absaugsystematik hier und diesen ganzen Krams. Es gab die Frästeile von CNC Yasser, der hat das jahrelang jetzt auch für mich gefertigt, in einer wirklich guten Qualität und für einen echt Bombenpreis. Also war das schon mal ein erster Schritt. Man konnte sich halt, ich sag mal, 6 verschiedene Sets kaufen und konnte daraus dann die Fräse zusammenbauen. Allerdings, hat das anscheinend nicht gereicht. Also ich habe wirklich unendlich viele E-Mails und Anfragen bekommen, kannst du mir nicht ein Set zusammenstellen? Ich habe keinen Bock mehr, es zusammenzustellen. Ich kriege es nicht hin. Ich weiß nicht, ob es die richtigen Teile sind. Dies, das, jenes. Habe ich Verständnis für. Aber es war bisher immer nie wirklich möglich, das quasi zentral zusammenzufassen, weil ich nun mal kein Lager habe und ich ganz normal arbeite und YouTube nur mein Hobby ist. Und wenn ich diese Fräse hätte vertreiben wollen, dann hätte ich meinen Job kündigen können und hätte dann 2 Jahre munter Fräsen verkauft und dann schwächt das halt alles wieder ab, der Hype ist weg und dann muss ich mir wieder einen Job suchen und das ist dann auch irgendwie nicht so geil. Dazu kommt noch, dass ich faul bin. Ja, nicht zu vernachlässigen. Auf der Hausmesse bei Sorotec haben wir uns dann endgültig mal alle zusammengesetzt. Alle Zulieferer von mir waren da und wir haben uns hingesetzt und gesagt, wie können wir das für uns alle einfacher hinkriegen. Denn die meisten Firmen, das wissen viele gar nicht, die das für mich quasi als Set angeboten haben, haben nicht an Privatleute verkauft, also Kampenkötter schon, aber zum Beispiel die ganzen Frästeile hier, die Yasser gemacht hat, der steht da alleine in seiner Firma mit seinen 3 Maschinen, produziert Teile für die Industrie. Normalerweise schmeißt er sowas auf eine Palette und dann kommt ein LKW und holt das ab und bringt das zu einem Industriekunden. Na, hier muss man dann sich quasi eine Verpackungsstraße bauen mit kleinen Paketen und dann brauchte der erstmal einen Online-Shop, wo es dann halt überhaupt erstmal diese Teile gab. So, das hatte der ja alles gar nicht. Das hat er alles für mich und für uns aufgebaut. Und das war viel zu viel Arbeit für den armen Mann, weil es auch viel mehr wurde, als wir uns das jemals gedacht haben. Jetzt ist das alles wieder ein bisschen abgeflacht und wir wussten einfach nicht, wie wir es weitermachen sollen und vor allen Dingen für zukünftige Projekte. Und es soll ja auch weitergehen mit der Volksfräse. Es soll ja nicht nur dabei bleiben. Die Sachen, die sich rausgestellt haben, die in, sagen wir mal, doch noch eine kleine Verbesserung oder sonst irgendwas erfahren könnten, das wollen wir ja auch weiter dann beheben. Ne? Also es gab Leute, die gerne das Portal ein bisschen stabiler hätten oder flache Führungen und so weiter und so fort. Eine andere Z-Achse, statt einer 12er Spindel zum Beispiel eine 16er. All das muss dann ja auch vertrieben werden mit einer guten Logistik, damit man nicht 3-4 Wochen auf Teile warten muss. Denn das ist ja heutzutage auch nicht mehr üblich. Zu Amazons Zeiten
spätestens nach 3 Tagen muss das da sein, ansonsten uncool. Kann ich alles verstehen und deshalb haben wir gesagt, Volksfräse goes Sorotec. Sorotec hat gesagt, gut, die ganzen Zulieferer liefern an mich, ich lager den Scheiß, wir machen einen Konfigurator auf der Sorotec Homepage. Da wird es dann einen eigenen Bereich geben in Zukunft, Community-Projekte. Und da werden genau solche Projekte als Sets dann vertrieben. Da könnt ihr euch über den Konfigurator sagen, okay, ich möchte die Basic-Maschine und zwar die und die und die und die Teile möchte ich da haben. Den Rest besorge ich mir selber. Oder ich möchte alles mit Steuerung oder mit Elektronik oder was weiß ich. Also ihr könnt euch da komplett züchtigen und loslassen. Und Moment, Moment, bevor ihr jetzt gleich auf die Webseite geht. Nein, das ist jetzt noch nicht online. Das muss erstmal gebaut werden. Das haben wir auf der Sorotec-Messe besprochen. Und auf der Sorotec-Messe stand ja nicht nur Sorotec-Krams, nein, da stand auch eine Volksfräse. Das Geile war, wir haben eine Volksfräse dahingestellt, wo alle Upgrades dran waren, die existieren. Wir hatten da eine Volksfräse, die nicht nur, es war quasi die Basic-Maschine mit dem Add-on für Kugelumlaufspindeln, mit einem verstärkten Portal, mit flachen Führungen, mit einer komplett neuen Z-Achse, mit allen Halter für alle Sensoriken aus Aluminium, mit einem Direktantrieb für die Z-Achse, mit einem unterstützten neuen Bett, wo eine komplette Nutenplatte draufgelegen hat, also eine 15 mm Nutenplatte, richtig stabiles, fettes Teil und so weiter und so fort. Also da war alles dran, was man sich irgendwie vorstellen kann. Optional sogar aufrüstbar auf Servos, was völlig übertrieben ist, aber naja, wir mögen sowas halt. Das hat kaum einer als Volksfräse überhaupt noch erkannt. Diese Maschine ist so fett und stabil und schwer. Also das ist schon echt ein Brocken. Das ist wirklich, wirklich so, mehr geht dann nicht an dieser Maschine. Das Schöne daran war, alle Upgrades, alles an Tuning, alles an Verstärkung, alles, was man daran sehen konnte, ist kompatibel mit den originalen Teilen. Das heißt, ihr müsst nicht sagen, ah, ich will eine mit Kugelumlaufspindeln, ich brauche dann andere Teile. Oder wenn ihr eine Volksfräse schon habt und ihr hättet gerne diese Upgrades, da braucht ihr keine Teile für wegschmeißen. Es ist nichts über. Ihr schraubt es einfach an die bestehende Maschine dran. So sind die Teile konzipiert. Und dann könnt ihr nach und nach, wie es lustig ist und wie es euch im Geldbeutel passt oder wie auch immer, diese Teile upgraden und habt hinterher eine unglaublich stabile, massive Maschine da stehen. Also das ist wirklich schon, also das war mehr oder weniger so eine Machbarkeitsstudie. Aber naja, es funktioniert und das Ding ist echt brutal gewesen. Also das war schon der Hammer. Deshalb, ihr dürft gespannt sein. Es wird bald, die Volksfräse wird neu aufleben. Sie wird wie ein Phönix aus der Asche wieder emporsteigen. Bla bla, was auch immer. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was die Volksfräse angeht, denn da sitzt noch viel Potenzial drin, das kann ich euch sagen, da kann man noch eine Menge machen. Das ist schon sehr stark, was da abgeht. Um genau zu sein, ich habe schon die neue Z-Achse hier liegen. Die zeige ich euch aber noch nicht. Die zeige ich euch, wenn ich hier dran baue. So, ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf die ganze Geschichte. Also muss ich sagen, und vor allen Dingen, wie gesagt, einfach Set kaufen, so wie ihr das wollt. Fertig. Keine Wochen an Wartezeit. Solche Teile werden dann da auf Lager sein. Es wird eine richtige Anleitung geben, nicht nur so ein paar popelige Videos von irgendeinem Typen mit Vollbart, der da irgendwas zusammenschraubt in der dunklen Ecke. Nein, da wird es Aufbauanleitungen geben. Richtige PDFs. Jams, was Modernes. Also, ja. Das wird sehr geil. Tja, Freunde, ist das nicht herrlich? Ja, viele von euch werden jetzt bestimmt denken, boah, Junge, zeig uns lieber, wie du was baust, du laberst zu viel, aber auch das sind alles Dinge, die müsst ihr halt wissen. Denn ich habe ja auch schon hier und da so Gerüchte über mich selber gehört, das finde ich immer ganz gut, wo Leute gesagt haben, ah, der Kanal, das geht ja jetzt trotzdem nicht weiter, der bäumt sich noch einmal auf und dann ist das Ding eh gelutscht. Oh, weit gefehlt, meine Freunde. Allein wenn jemand das schon sagt, muss ich das Gegenteil beweisen. Dieser Kanal wird definitiv nicht eingestampft. Also es geht jetzt erst wieder los. Und ich versuche natürlich, diesen wöchentlichen Takt mit Videos einzuhalten. Es ist immer noch nicht so ganz einfach für mich, weil ich habe halt nur einen Tag pro Woche, wo ich drehen und schneiden kann. Und das, jeder, der schon mal ein Video gemacht hat, weiß ganz genau, mein Gott, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr knapp. Ist aber auch egal, ich will hier nicht auf großer Spur rumheulen. Ich wollte euch nur mal sagen, was Phase ist und dieses Video war natürlich auch eine super Möglichkeit zu überbrücken, dass ich überhaupt keine Teile für den Buggy kriege. Also irgendwie warte ich seit Wochen auf Teile. Ich weiß es nicht, also irgendwie, wie sagte Han Solo,
Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aber auch das kriegen wir hin. Ja, kleines Update. Der Holger ist übrigens beim Zylinderkopf bei schon bei gewesen. Das sieht sehr gut aus. Ich fahre nächsten Freitag fahre ich dahin. Guck mir das Ganze mal an und der zeigt uns dann, wie das funktioniert. Da wird es ein Video über Zylinderkopfbearbeitung geben, falls das jemanden interessiert. Wenn es euch interessiert, direkt diesen Kanal abonnieren, sonst kommt ihr in die Hölle. Auf jeden Fall die Glocke drücken, sonst werdet ihr nicht benachrichtigt und kommt halt in die Hölle. Daumen hoch wäre cool, müsst ihr aber nicht, ist mir egal, gebt mir auch einen Daumen runter. Ihr müsst nur sicher gehen, dass ihr zweimal den Daumen runter drückt, ne? Ganz wichtig. Ja, und wenn es Fragen und vor allen Dingen Anregungen, ganz wichtig, ich nehme das zu Herzen, was ihr sagt, wenn es Anregungen gibt, bitte in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet, dass die Volksfräse tatsächlich weitergeht, dass es wieder weiter gesponnen wird, dass es auch wieder Projekte geht, wenn ihr das toll findet oder halt noch Ideen habt. Schmeißt das einfach in die Kommentare. Ich lese mir eigentlich jeden Kommentar durch. Dann zum Schluss nochmal ein herzliches Danke an meine Patreons, die sowas auch ermöglichen, denn mal eben kurz durch Deutschland fahren zu Sorotec auf eine Hausmesse, um mir da Sachen anzugucken. Das ist nicht so günstig. Also ich bin noch nicht so berühmt, dass ich da abgeholt werde mit dem Flugzeug. Ne? So läuft es hier noch nicht. Aber dank meiner Patreons und meiner Unterstützer läuft sowas. Vielen, vielen Dank an euch. Und ja, so sieht's aus. Nächste Woche geht's weiter mit dem Buggy. Hoffentlich. Wenn denn mal irgendein Teil ankommt. Das wäre schön. Und mit dieser Bombensensation melde ich mich für heute ab. Ich habe schon viel zu viel geredet. Und nicht vergessen, abschalten. Einen wunderschönen Sonntag. Nee, auch nicht. Das ging gar nicht anders. Und zweitens, Bullshit, was erzähle ich denn da? Ja, ist alles Quatsch. Ja, nee, gar nicht wahr. Was wollte ich denn sagen? Ach komm, drauf geschissen. Leute, die meinem Kanal schon länger folgen, wissen, dass ich hier meine Fräse von Sorotec. Leute, die meinem Kanal schon länger folgen. Und hat es dann. Warum fliegt die Biene? Kollege, holst du nicht lieber raus? Ja, so. Und er hat nur für mich quasi. Wuppa, was ist denn hier? Flieg raus! Ich werde euch da auf jeden Fall am Laufen erhalten. Nur für mich. Ja, ist ja gut jetzt hier. Komm, pass. Du bist eine Biene.